Yo, und willkommen auch zum Liga 2 Saisonstart in Bahrain. Zur, ja, nicht zur Premiere, aber zum erneuten Saisonstart. Ja, ich laber doppelte Sachen. Grüße alle im Chat, Grüße an die neuen Follower und Grüße an meinen Kommentator. Broncos, Schön. moin. Servus, servus. Es ist immerhin Sonntagspremiere heute, ne? Stimmt, Also ja, genau. eine Premiere haben wir. Eine Premiere habt ihr. Einer fehlt noch in der Lobby. Müsste Karottensieger sein eigentlich. Der Jetzt ist noch einer Mann rausgegangen. ist. Ist einer wieder drin? Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Ein Haas fehlt Buddy ist wieder. Zuschauer jetzt. Also, Ja. ja, Buddy ist halt gerade Zuschauer. Und Karotte. Junge, und Karotte fehlt halt noch. Ja, Buddy, rafft's Buddy oder? Ja. Ha. Oh Mann. Ja gut, es ist Saisonanfang, ne? Da kann man dann mal mit technischen Schwierigkeiten rechnen, aber Ja, jetzt hat es gerafft. So, jetzt fehlt aber trotzdem noch einer. jetzt, Aber ja, Karotte fehlt immer der noch. hat dann einfach Pech. Also. Jo. Broncos tickt lauter. Okay, mach ich. Junge, Felix, ne? Rocket freut sich Ja. schon. Kann ich dafür mitfahren? Er ist eigentlich Nee, online. der, Also. ja, der kommt, Ja, der da war auch kommt. in F1 drin gerade. Der kommt, also wieso jetzt nicht drin ist, verstehe ich auch nicht ganz, aber der kommt bestimmt Ja, gleich. Ocon fehlt natürlich in der Lobby, hat gerade das Rennen gewonnen. Ocon ist doch feiern. Ist gerade noch am Feiern. Der Start-PC noch. Okay, alles klar, Ja, wissen wir okay. Bescheid. Ja, du Kinix, du warst. Bist du Liga 3 oder 2? Falls du 2 warst, warst du nicht angemeldet. So, ich grüße jetzt erstmal alle Follower. Danke für den Follow an du Kinix. Danke für den Follow an Josial. Danke für den Follow an Just Andy und danke für den Follow an Janis und auch danke an den Follow von Moritz. So, jetzt haben wir alle durch und ach, vor 4 Stunden noch danke an den Follow von Jan 2-1. Da kommt eine ganz krasse Zahlenanfolge noch. Ja, volles Fahrerfeld heute. Gestern ja halbe Liga 3 im Urlaub. Ja. Ja, Liga 2 ist ja eh voll, ne? Also bevor wir Liga 2 nicht voll kriegen, muss, glaube ich, einiges Ja, passieren. wir haben tatsächlich heute 2 Leute aus der Warteliste dabei, weil auch trotzdem sehr viele im Urlaub sind. Okay. Ja, gut, okay. Ja, es sind halt Ferien, ne? Ist halt Genau. gerade. Moin nochmal an alle im Chat. Ich will gar nicht alle aufzählen, sind so viele. 40 Zuschauer gerade. Ja, Noah, wie sind deine Expectations? Ja, also ich glaube an Schofield, bin ich ehrlich. Ich glaube, Schofield sollte eigentlich, also alles, was ich so mitbekommen habe aus den Übungsrennen, jetzt ist Karotte da, Sehr gut. sollte Schofield eigentlich, also habe ich ihn ganz oben auf der Liste und sonst Kenseth Button war schnell und vom Rest müssen wir uns, also muss ich mich zumindest überraschen lassen, weil Ich da hört es dann auf. frag lieber nicht nach. Also erstmal danke an den Follow für an coole Pizza 02 willkommen im Stream und ja, ich weiß nicht, was Felix da macht. Er schenkt den Account EU31 Ocon ein Sub. Ja, Oh danke dafür, Mann. Felix. Ich weiß nicht, ist das der echte Account von Ocon oder ist es ein erstellter Account? Keine Ich Ahnung. weiß nicht. Ich glaube, das ist ein erstellter Account. Das ist der echte Ocon. Ja, also ob ich fehl. Na, ich weiß nicht, ne? Felix ist mir nicht so Ich vertrauenswürdig, weiß dass auch ich bei ihm nicht, das aber glauben kann. danke auch an das Abo von Dokinix. Willkommen und ich hoffe, dass du auch bald ins Saisongeschehen einsteigst. Wer ist denn eigentlich der Erste auf der Strecke? Marek. Genau. Marek, ja, Marek, genau, Und der wir haben Erste, genau. übrigens den Hype. Ah ne, Hype Train nähert sich. Heißt, wir haben jetzt einen Hype Train oder nicht? Ich glaube, Also, jetzt haben wir ihn, glaube ich, weil. ah, doch, ja. Ja, jetzt läuft die Zeit runter, ja. Coole Pizza, danke für dein Abo. Und ja, coole Pizza, du hast doch gleichzeitig den Hype Train aktiviert. Danke an alle. Und wir gehen direkt auf die erste Jo, Runde. Liga gönnen wir. 2, die fährt Marek. Also was denkst du, wie schnell werden die Leute sein? Oh, Hede muss aus dem Also, Weg schon mal. ich glaube schon, dass wir eine 24er sehen, wenn einer eine Runde wirklich erwischt.
Ich glaube Aber nicht ich dran. glaube nicht viele. Glaubst du nicht? Ich glaube nicht dran, ne. Na, einer von den Jungs schafft es bestimmt auch Helem. Ich glaube nicht dran. Helem steht busy im Weg rum. Ist wirklich der echte Ocon, ja. Wie kann man da eigentlich. Kann man einfach irgendjemandem ein Abo schenken, der hier noch nie war, oder was? Ich glaube schon. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich hoffe, Danny geht jetzt hier ein bisschen aus dem Weg für Marek. Nee, macht er nicht. Oh, Danny! Ja. Da wird es schon mal direkt eine Strafe geben. Also Opa. das hat direkt mal Liga. Wen haben wir denn jetzt hier noch? Oh Mann. Das hat direkt Liga 3 besser gemacht. Ich schau mal, Marek, wie ist denn Toni im Vergleich? Toni und Oh, Marek sind Fluff dreht beide ähnlich, sich! ne? Oh, und es überschlägt sich fast, aber hat überlebt. Oh je. Ist irgendwie Upp. Oh je. Die Frage ist aber jetzt, wir haben jetzt ja Heckflügel-Damage. Er ist jetzt mit dem Heck eingeschlagen. Ach Die so, ja, Frage das kann ist, sein. ob er jetzt Heckflügel-Damage hat, ne? So, Toni Ja, geht mal auf die 1 das vor weiß ich nicht. Marek. Das kann er vielleicht im Chat schreiben. Er ist ja im Chat. Ich weiß auch nicht, Und wer jetzt ich. als nächstes kommt. Toni ist mal auf der 1, ja. Ich blick grad gar nicht Ja, durch. Rebeef kommt irgendwie jetzt. Buddy ist eine Runde gefahren. Wir werden Marek in Kurve 1 steht und Schofield mit 26-0. Da kommt ein Aston. Das ist auch nicht Atman, oder? Hä, das ist nicht mal Atman? So, das ist Atman, der kommt. Ja, ich Ja, das ist. war gerade ein bisschen Scovid auf 1 jetzt. Bisschen Chaos war jetzt los. Oh, in Kurve 1 steht schon wieder einer. Das Aber ist das ein sollte soweit. Alpin, Ja, ich glaube glaube, ich. die haben sich da nur vorbeigelassen. So, Ja, das Adman kommt hat. jetzt über die Linie. Ja. Und Ich Atman glaube, die fährt auf die war. Oh, 1. 25-7. Essen 1, Jawohl. 2. Also wir nähern uns, wir nähern uns. Dann haben wir einen So, Ferrari, wer ist das ist noch? Mo. Kommt jetzt über die Linie auf die 6. So, jetzt kommen einige. Ich gehe einfach mal auf Lulu. Der geht nur auf die 7 erstmal. Da kommt der andere Nein. nicht Essen. Wie John geht heißt auf die 8, Alpha? auf die 9 im Alpin. Nico auf die 3. Oh, und Josia hat sich scheinbar Ja, zerlegt Josia irgendwo. ist gestorben. Ja, hinter der Herpin, Karotte auf 2. Also ich glaube, Lucky hat Helem kommt es gecuttet. als nächstes, der ist aber nicht schnell. Da sind ein paar Danny langsamer ist auch dabei. nicht schnell. Kensen Button kommt es und der ist gut dabei in Sektor 2. Hat man Liga 3 Zeit, ja. Ja, Ja, aktuell, also sie sind jetzt alle nur so eine das sind halbe. ja die ersten Runden. Ja, Das genau. so, Button kommt es aber über die Linie Ich weiß ja und nicht, das könnte eine was. gute Zeit werden. Ihr geht auf die 1, 25-4. Wir sind nur noch eine halbe Sekunde weg. Und John, nein, John! Aua! John hat sich zerlegt. Oh Mann! So, also erste Boxenstopp, erste Run sind jetzt durch. John ist tot, ist gestorben, während du So. weg warst. Ja, bin wieder da. Ich weiß aber nicht, wo er sich zerlegt hat. Er hat sich ganz komisch zerlegt. Irgendwie auf der Geraden war das so halb, ne? Okay, also John ist tot. John ist tot auf jeden Fall. Und Buddy cheert ein Das. Bit. Danke dafür. Wer ist denn jetzt gerade noch schnell? Ist noch jemand schnell? Ich glaube, sie sind es alle auf den Inlaps. Weil Danny, wobei, ja, ich glaube, Danny ist auf einer schnellen Runde, die ist aber halt nicht wirklich schnell, ne? Also, es ist, glaube ich, eine gezeitete, aber nee. Nee, ist langsam. Hä? Wieso sollte ich ein neues Mic haben, Felix? Ne, ich habe kein neues Hört Mic. sich halbwegs gut an gerade. Lass es bitte so stehen. Fass es nicht an. Oha. Fass es Okay, gerade ich nicht an. bewege mich nicht. Ich bewege mich nicht. Und lass das Mikro so stehen. Haben wir jetzt jemand schnell? Ich glaube nicht. Nee, die ersten gehen schon wieder auf ihre Outlap. Also Schofield ist schon wieder draußen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Nico vielleicht schnell ist. Ich glaube nicht, nee. Ich krieg aber auch leider keine Cam darauf, ob er blinkt oder nicht. Jetzt vielleicht. Ne, Nee, er blinkt, er blinkt. Ja. Rebeef ist auf der Outlap, Toni ist auf der Outlap. Rocky hat sich gedreht währenddessen. Ich bin mal auf In Loftoff der drauf, der ist schnell. Doppellinks.
So, Floftorf jetzt in der Herpin. Schofield hat sich in der Outlap gedreht. Die Reifen, die sind jetzt immerhin warm. Ja, sagen Sie nicht zu knapp vor Startziel ist? Nee, es war Mittelsektor. Die Reifen, die kriegt er wieder kalt bis dahin. Ico wünscht sich Tony-Time. Schauen wir mal. Wir haben gelb. Und da cuttet Floftorf. Zu weit rausgefahren. Oh. Ist Rocky schnell? Nee, Rocky hat auch gecuttet. Rocky ist auch ungültig, ja. Dann ist er auf jeden Fall Lucky schnell. Ich glaube, Tony ist es aber schnell, ja. Ja, die fangen jetzt alle wieder an langsam. Ja. Es gibt übrigens eine neue Tabelle bei uns im Dokument. Eine ligaübergreifende Teamtabelle. Jetzt, wo wir ja drei Ligen haben, kann man schon ein bisschen Teamrivalität auch ligaübergreifend machen. Gibt ja schon das Duell um ein paar Döner zwischen Essen und Alpin. Also, schauen wir mal. Und es ist auch knapp, ne? 3 Essen, 4 Alpin, 5 Essen, 6 Alpin. Also. Und wir haben eine Vorhersage. Also. Ich kann es wieder nicht lesen, weil die Hälfte abgeschnitten ist. Die ersten drei und dann kann ich nicht lesen. Ja, die ersten drei Runden. Also irgendwas mit den ersten drei Runden. Ja, was ist in den ersten drei Runden? Schreibt's. Richtige Safety Car. Ah, Safety Car, okay. Boah, schwierig, ne? Erste drei Runden. Ist halt die Frage, halt bei einem Start Crash, ne? Kommt halt schnell eins raus. Ja, gestern kam keins raus, ne? Da haben alle gepokert dafür. Das stimmt, ja. Lucky auf die 7. In der Zeit, das müsste doch Toni kommen. Toni kommt als nächstes, genau. Der hat 3,5 Zehntel im Delta aktuell. Wobei es geht halt, glaube ich, nicht so weit. Auf geht die 7 nach vorne. Ja. Während ein Alpine irgendwo steht und ein Williams. Nee, das ist ein Williams, kein Alpine. Ja, da steht aber noch einer. Da steht ein Williams und ein Alpine. Also, Rebeef steht. Es ist halt unfair, ne? Mit den ganzen blauen Augen. Ja, das ist. Da müssen wir uns noch ein bisschen dran gewöhnen, ja. Also. Das wird ein paar Verwechsler geben. Buddy jetzt auf die 8, also die Haas hintereinander. So, jetzt haben wir, glaube ich, Helim. Helim ist auf die 11 gegangen. Der Alpine war SAD, der sich gedreht hat. Ausgang erster Sektor. Schofield ist da. Schofield ist ein Platz gestiegen auf die 4. Karotte kommt jetzt aber. Ne, der ist langsam. Der ist langsam. Ja, also zumindest langsamer, ja. Dahinter ist das. Weiß ich wieder nicht, was das ist. Ne, es ist kein Alpine. Das ist Rebeef, der in die Box geht. Ja, okay. Also dahinter ist erstmal nix. Ist hat die auch nicht schnell. Wer ist jetzt noch schnell? Wen erwische ich? Ist Edman schnell? Ne, Edman. Doch, Edman könnte schnell sein. Edman könnte schnell. Schnell sein. Der ist sogar ein Zehntel schneller. Der kann hier vielleicht Nico angreifen. Ja, er braucht keinen großen und Sprung. Edman und auf die 2 und ganz knapp hinter Kensen. Max, ja, oh, da hat sich Schofield gedreht. Und da liegt ein Reifen. Rechts. Medium-Reifen liegt da einfach. Den hat vielleicht einer vergessen da, ne? Ja. Soll vorkommen. So, Nico geht auf seine Runde. Mo nimmt eine ganz alternative Route. Ja, ja, der hat Leute vorbeigelassen, das habe ich schon gesehen. Ach so, okay. Aber wer ist jetzt so schnell, ist die Frage. Ich glaube, Nico ist der Einzige, der schnell ist. Helim ist nicht schnell. Meinst du? Da ist ja, auch ein Nico Haas. Schnell. Da ist auf jeden Fall noch ein Haas. Ja, der ist auch langsam. Wo ist der andere Haas? Der ist auch langsam, ne? Also Nico hat einen 27,6 im ersten Sektor. Ist keine schlechte Zeit. Jose hat den Reifen vergessen. Ach so, okay. Ja, der liegt da noch. Der liegt da immer noch. Also der geht jetzt nicht so schnell weg. So, Nico jetzt in der Doppel-Links auf der zweiten DRS-Gerade. Hat jetzt ein bisschen Verkehr. Muss er jetzt schauen, dass er da gut durchkommt. Ja, die Curbs sind gefährlich. Wir wieder gelb. Aber das war nur vorbeilassen. Ja, das ist nur vorbeilassen, genau. So, zweite Sektorzeit von Nico ist... Das kann... Ja, ist okay. Greift da vielleicht die aktuelle Pole runter an. Ja. Lulu mittlerweile auf 3 gefahren, haben wir nicht mitbekommen. Stimmt, das habe ich auch komplett übersehen. So, jetzt aber letzte Kurve. Ja, ein bisschen spät auf dem Gas, aber war schon in Ordnung. Marek ist draußen inzwischen. Der hat sich auch da hinten zerlegt. Nico hat sich verbessert, reicht aber für keine Position. Karotte hat gecuttet schon. Wen haben wir noch? Spielemann noch schnell? Nee. Der hat sich aber verbessert, glaube ich. Spielemann ist auf 6 gesprungen, aber...
Das habe ich ehrlich gesagt nicht so genau im Blick. Floftov, ja, fährt jetzt mal seine erste Runde. 27.3 auf den Mediums. Ich weiß nicht, welche blauen Autos da wieder im letzten Sektor jetzt sind. Das ist, glaube ich, ein Alpine müsste das sein. Nee, das ist Williams von Rebeef, der auf seiner Outlap ist. Und ein Alpine von Karotte, der, glaube ich, auf seiner Inlap ist. Mo ist auch langsam. Also ich glaube, jetzt haben wir wieder niemanden, der schnell ist, oder? Doch Floftov müsste, oder? Nee, Floftov hat seine Runde. Floftov fährt Medium. Außer Floftov fährt zwei Runden hintereinander. Aber ich glaube, Rebeef geht jetzt auf seine schnelle Runde. Na, schauen wir mal bei Rebeef. Im Williams. Oh, Rocky hat sich gedreht. Hupsa. Ja, also die Mercedes mit einem Vize-Weltmeister aus Liga 2 und einem Weltmeister, also einem Meister aus Liga 2, nur auf 14-15 aktuell. Ein bisschen enttäuschend. Und vorne ist es knapp. Ja, vorne ist es eng, es ist wieder gelb, aber ich glaube, das ist nur zum Vorbeilassen. In der dritten DS-Zone liegt Johns Reifen, okay. Hab ich noch nicht gesehen, aber was ist denn die dritte DS? Achso, welche ist denn die dritte? Stadtziel? Oder? Ja, das ist die Gegengerade praktisch. Du hast ja auf Stadtziel DRS, dann nochmal auf der Gerade danach und die dritte ist dann. Also jetzt, wo Rebeef ist, dann schauen wir mal, aber da liegt jetzt kein Reifen. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ja. Oh Gott, Da steht ein McLaren, der hat sich, glaube ich, beim Reinfahren in die Box gedreht. Oder war ist auch, aber wieder weg. Oder war auf einer Stelle und jetzt nicht mehr. Ja. So, Rebeef kommt. Ich habe leider keine Delta-Zeit. Ich habe leider zu spät drauf geschaltet, um die Delta-Zeit zu sehen. Ja, bei mir stand keine da. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich glaube, eine Verbesserung wird's. Ja, auf die 8. Ja, siehst du, auf die 8. Ja. Jetzt ist ja wirklich keiner mehr draußen gerade. So, nee, jetzt. Schofield als Schofield nächstes. Schofield ist auf der Outlap. Wer ist dann noch? Ist da noch jemand schnell? Das ist Karotte. Nee, Karotte. Karotte. Das haben wir eigentlich gesagt. Das haben wir gesehen. Verboten. Ja, das ist verboten. Ja, gut. Okay. Na, wissen wir Bescheid. Aber sonst ist hier nicht so viel los. Ne? Jetzt sind die letzten Runs. Das können wir mal. Aber Atman ist auf P2, ne? Atman auf P2. Überraschend für mich. Also, na. Überrascht mich ein bisschen. Also, ich hatte Atman schon auf dem Zettel so ein bisschen. Da ist viel Verkehr in Kurve 1. Aber ich glaube, das ist jetzt auf seine Schnelle gegangen. Ging ganz gut für Schofield. Ja, Schofield. Und Schofield hat das Potenzial, da durchaus vorne anzugreifen. Definitiv. Ja, also Schofield kann die 25-4, glaube ich, auf jeden Fall schaffen. Schauen wir mal, ist ein bisschen schneller im ersten. Ja, aber 27,7, da braucht er jetzt zwei gute Sektoren. Und danke für das Abo im 9. Monat, Eriksen. Kuss geht raus. Und bisschen am A vorbei. Ja, aber er kriegt halt immer wieder Strafen, ne? Also. Das bringt halt Karotte auf Dauer nichts. Ah, Schofield auf dem Curb ist nicht gut. Ja. Das ist nicht optimal. Also der Mittelsektor, der war jetzt, glaube ich, nicht so Bombe. Also es wird vielleicht eine minimale Verbesserung, aber ich glaube nicht, dass er... Da liegt viel Zeit, aber vielleicht kann er noch eine zweite Runde machen. Man kann jetzt zwei Runden hintereinander fahren. Ja, das könnte gehen. Ja, letzte Kurve war in Ordnung. Also es könnte verbessert werden, aber ich glaube, er macht noch eine. Ja, also wenn er besser starten will als P5, dann muss er jetzt noch eine dranhängen. 3000stel. So, Lulu schnell. Ah, der ist auch erst auf die Schnelle gegangen, aber... Schau mal. Ich weiß nicht, wer sonst gerade noch schon schnell ist. Ist jetzt ein bisschen sehr... Ich glaube, Edman ist auf seiner Schnellen jetzt. Müsste zumindest theoretisch. Auto tauschen ist schlecht. Oh, Atman dreht sich. Och, Atman ist tot. Ah, Atman! Oh, ich hab's nicht gesehen. Ein typischer Atman, ne? Man kennt ihn. Alte Tradition muss man dann wohl doch aufleben lassen, ne? Auch in neuen Saisons. Ja. So, Kenson Button ist jetzt auf seine schnelle Runde gerade gegangen. Und Lulu ist schnell.
zwei Zehntel fast im ersten Sektor. Also ich würde mal sagen, deine Prediction mit der 24er ja, Zeit war ein bisschen daneben. Ne? Ja, also. Lulu hat über zweieinhalb Zehntel. Also Lulu ist auf jeden Fall auf Pole-Kurs jetzt gerade. Ja, Lulu, trauen wir das auch zu, den Jungen. Ja. Ja, siehst du hier, Felix, der hat's verstanden. Ich habe halt den Jungs ein bisschen mehr zugetraut. Immer, weißt du, lieber ein bisschen zu optimistisch. So, jetzt Lulu. Jetzt hier runter zu drücken. Auf die 1,25,7. Kenson ist langsam im ersten Sektor gewesen. Nico habe ich kein Delta. Karotte. Ich glaube, der erste. Ja, Schofield geht rein. Ja, Schofield ist in der Box. Also, Schofield keine Verbesserung mehr. Atman keine Verbesserung. Also, für der S geht nichts mehr. Schauen wir mal, Kenson. Der erste Sektor war nicht gut. Nee. Und was ich jetzt vom zweiten gesehen habe, war auch nicht so gut. Nee, ein bisschen wieder rangekommen, aber das reicht nicht. Das wird nicht reichen. Da hat sich noch. Da hat sich, glaube ich. Lulu hat sich in die Wand gehauen, glaube ich. Bei seinem nächsten Versuch. Ja. Ja, gut, aber da hat er jetzt nicht viel kaputt gemacht, ne? Ja. Die Runde, die steht und Naigo ist schnell. Und der könnte ein Alfa Romeo. Schauen wir gleich mal, was Kenz macht. Kenz hat sich sogar noch verbessert, aber das hat natürlich nicht gereicht. Der erste Sektor liegen zwei Zehntel von Kenzen. Ärgerlich. Naigo, letzte Kurve ist gut. So, der kommt bis zur Linie. Und das könnte eine Alfa Romeo 1-2 geben. Naigo auf und die 2! Stark! Und das jetzt sind nur so, noch Buddy schnell. Ich glaube, Buddy, jetzt sind alle durch. Ja, das war's. Durch, und Alfa also. Romeo 1-2, damit hätte ich nicht gerechnet. Also, Lulu hatte ich auf dem Schirm, aber Naigo nicht unbedingt. Also, ja, das stimmt, ja. Lulu war halt, aber Lulu war bei mir vorher auch so ein bisschen so eine Unbekannte. Ne? Ich wusste halt nicht genau, wie schnell der ist. Ich bin da aber tatsächlich überrascht, dass SHD. Ich meine, gut, er ist jetzt nicht arg weit vorne, aber du musst halt sagen, er hatte halt keine Übung praktisch. Aber schau mal auf 14 und 15. Wer da war. Ja. Das ist für mich eine Überraschung. Ja, das stimmt. Und zwar beide. Beide, ja. Ja, das stimmt. Machst du Screenshots? Oder Schofield hätte ich auch. Kann ich machen. Ich kann nämlich auch welche machen. Wenn ich die Taste weiß, ja, ich weiß, die Taste passt. Dann machen wir beide. Dann geh du mal durch. Okay, also Lulu auf P1, Naigo auf 2, Kenson Button auf 3, Atman auf 4 und Floftov auf 5. Das heißt, wir haben in den Top 5 mehr Österreicher als Deutsche. Peinlich, Leute, dann peinlich. Alpindo mit Karotte und SAD, Schofield, Mo und Lucky machen die Top 10 voll. Rebeef, Toni, Buddy, Helem auf der 14 mit Rocky, beide Mercedes nur auf 14 und 15, Marek auf 16, John 17, Danny auf 18, Sky und Josia auf 19 und 20 und ich bin tatsächlich durchgekommen. Ja, und ich möchte es nochmal sagen, wir haben unter den Top 9 5 Österreicher. Ja, das ist ein bisschen traurig. Ich weiß nicht, mit wem müssen wir da... Also Buddy, der sollte da auf jeden Fall da nochmal im Rennen nach vorne kommen, ne? Sonst haben wir... Und auf 10 haben wir noch einen Italiener. Wenn wir mehr Österreicher in den Punkten haben am Ende als Deutsche, ne? Also, boah. Danke übrigens an 54 Zuschauer gerade. Kuss geht raus. Ja, genau, das ist nämlich das nächste Problem bei Helim, ne? Der hat nicht mal die deutsche Flagge ausgewählt. Ja, weil der war ja auch auf 14, also das ist halt auch wieder. Ja, stimmt, ja. Da meinst du, ist es vielleicht sogar besser, wenn man nicht so deutsch ist. Genau. Ne? Ja, guter Punkt, ne? Ja, also Team Mercedes, ich weiß nicht, wo die rumfahren da. Aber früher Blick auf die Reifen, es ist genau 50-50. Die ganzen Top 10 auf Soft, logischerweise. Ja. Und dann danach alle auf Medium. Ja gut, davon war, denke ich mal, ganz gut auszugehen, ne? Weil Medium hat ist nun mal die schnellste Strategie. Medium Hard ist besser, ja, das stimmt. Ja. Aber also alle. Ich habe von einigen trotzdem gehört, dass die hier Two-Stop fahren wollen. Also... Ja, es ist halt die Frage, wie du dich fühlst auf den abgenutzten Reifen, ne? Wenn man sich unsicher ist, dann geht man vielleicht lieber zweimal in die Box. Ja, und mit Blick auf Safety Car ist es vielleicht nicht so schlecht. Ja. Ja. Also gerade bei dem späten, wenn du dann die alten harten Reifen hast, die sind dann schon ziemlich abgeranzt gegen Ende. Ja, das stimmt. Also schauen wir mal, da kann auch durchaus was von hinten passieren, weil hinten sind schon ein paar Kaliber dabei, finde ich. Wir haben ja Toni Kroos, der hat mal Season 5 in Liga 1 gewonnen. Also. Ja, die beiden Mercedes, die könnten, wenn die medium hart, wenn die gut durchkommen, die könnten, glaube ich, auch noch nach vorne fahren. Ja, Rebeef will ich auch nicht abschreiben. Also. Ja, also das sind
Da sind schon ein paar, die da einen großen Sprung machen können. Josi haben wir jetzt noch nicht gesehen, wie schnell der ist. Der hat sich direkt zerlegt. Ja, das stimmt. Wissen wir also auch nicht. Aber vorne sind natürlich auch ein paar Leute dabei. Schofield nur auf 8. Wo ist denn da? Wieso ist da bei Spielemann so eine riesige Lücke? Das weiß ich nicht. Sie machen wieder irgendwelche Spielchen, ne? Anstatt sie einfach zu fahren, die Aufwärmrunde. Ich vermute, dass sich wieder fast einer gedreht hat. Ich glaube, Spielemann ist einfach langsam. Ja, Rocky, vielleicht solltest du lieber die Einführungsrunde fahren, anstatt im Chat zu sein. So, also, was ist dein Tipp für einen Rennsieg? Boah, schwierig zu sagen. Also. Ja, jetzt sag einen Name. Hat sich ja übrigens eine gedreht, in Aston. Ich gehe dafür. Haas auch. Ich gehe für Kensen, komm. Kensen Button? Ja, ich gehe dafür Kensen. Okay, ich glaube, es macht Lulu von Paul. Okay. Schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Also ich weiß es nicht. Ihr könnt ja auch mal in den Chat schreiben, was ihr denkt. Also Kensen hat auf jeden Fall die Pace. Ne? Der hat im ersten Sektor auf seine Zeit allein schon 2 Zehntel verloren. Der wäre da vorne mit auch mit bei gewesen. Also. Ja, stimmt. Lulu ist safe, sagt Tim. So, kriegt man jetzt noch eine gute Cam. Ich mach mal die UI aus für den Anfang. Und Ampel sind aus und wann geht's wirklich los? Ah, jetzt! Und der andere Alpha hat einen guten Start. Guter Start von Naigo, ja. Ja, der ist schon vorbei. Und da kommt auch noch Kensen. Button. In Kurve 1. Oh, da wird's eng. Oh, eng. Button! Ja, geht da beide. Ah, warte. Nee. Aber doch! Der ist jetzt neben Naigo. Kensen Button, ein super Start. Ja, und ich glaube, der geht da durch, oder? Auf der Innenseite, theoretisch. Ja, außen ist nicht viel langsamer. Außen ist nicht viel langsamer. Ja. Nee, Naigo setzt sich durch. Naigo hat ihn, ja. Also Lulu verliert am Start. Ja, Lulu vorbei. Und hinten sah alles gut aus. Alle sind noch dran am Feld. Ja, sieht. Oh, jetzt hat sich Dampferrei, glaube ich, gedreht. Jetzt ist ich glaube, die sind einfach nur langsam da, weil die zu dritt nehmen. Also Mo hat hier gerade 6 Plätze. Und da geht der McLaren. Der erste McLaren geht. Ja. Sky ist draußen. Sky ist schon tot. Und Lulu greift jetzt bestimmt Kensan. Nee, ist zu weit weg. Also Mo hat auch viele Plätze verloren. Ja, das stimmt, ja. Und Buddy hat viele gewonnen. Also wir gehen mal kurz Positionsänderung. Buddy hat 3 gewonnen. Josi hat natürlich 3 gewonnen von ganz hinten. Mo hat 6 verloren. Ansonsten immer nur 1-2. Safety Car, nee, gibt's nicht. Schlecht für die Leute, die hier gewettet haben. Elim und Buddy. Wir müssen uns auch mal schauen, wo die. Atman geht an Flopper vorbei. Aber das könnte direkt einen Konter geben. Wir schauen mal aus der Sicht von Spielemann. Oh, Floftoff blickt aber, schon! Ja, der hat kein ERS mehr für die Runde. Spielemann ist schon daneben und ist vorbei. So, und der nächste, auch beide McLaren schon weg. Beide McLaren weg. Ich krieg keine Sicht hier, was ist denn hier? Und also, Spielemann ist vorbei. Lulu ist wie an Kensen vorbei. Lulu ist an Kensen vorbeigegangen. Lulu ist vorbei. Ich habe jetzt auch absolut keine Sicht bekommen, die gut war. Oh, wo fährt denn der Red Bull hin? Vorsichtig, da ist Kies, da. Oh Gott, Toni. Oh, da. Dreht sich fast ab. Ne, das war Kensen, glaube ich. Bin nicht sicher. Also wir haben wieder Alfa Romeo. Oh, und da geht der nächste. Es ist ein Haas und ein Red Bull. Das Toni ist auf jeden Fall Lucky. Toni. Toni und Lucky. Es sah ein bisschen komisch aus. Gab's da einen Zusammenstoß, oder? Weißt also, du was? Also die sind auf jeden Fall zusammen raus. Und Floftoff ist wieder an SAD vorbei. Und Floftoff geht weit, es geht SAD doch wieder vorbei, glaube ich. Ja, jetzt haben sie es vor der Kurve, ne? Ja, okay, weiß ich nicht, was da jetzt wieder passiert ist, aber. Nehmen wir mal rein. Ist gut. So, und jetzt? Und Floftoff ist schon wieder im Einsatzlimit. Jetzt schon wieder. Und Spieler dreht sich hier fast. Dicker Rutscher hier. Und John ist tot. Och. Nein, und Schofield auch. Oh. Schofield fängt ab. Schofield hat es abgefangen. Mariosia ist auch raus. Ein Frontflügel weg. In der schnellen rechts. Ja, da muss man aufpassen dieses Jahr in der schnellen Es kann sein, dass Floftoff auch wieder das ERS-Problem hat, was wir gestern schon bei Fleischwolf. Und der geht auch rein in die Box. Wahrscheinlich deswegen. Geht schon. Ja, ich glaube, der hat das ERS-Problem. Er kann es nicht ausmachen. Ach so. Nicht in der Einführungsrunde ERS anmachen, Leute. Das
Wahrscheinlich das. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Ja. Ja, aber das hatten wir letztes Jahr schon das Problem. Okay. Tim sagt öfters drücken. Oh, immer noch kein Safety Car. Also die Leute da im Chat wollen das Safety Car. Oh. Schofield. Gibt aber keins, Leute. Und Ludo ist extrem nah an Nico dran. Ja, und Kensen geht da vorne mit und Atman geht da vorne mit. Und dahinter geht jetzt die Lücke auf zu SAD. Ja. Und das ist dann später wichtig fürs DRS, weil im Moment sieht es so aus, als hätten wir einen Viererzug da vorne. Ja. Und wenn die halt weg sind, dann sind die wahrscheinlich erstmal weg. Genau. Ja, SAD muss halt 8 Zehntel zufahren, um in den Zug zu kommen. Das ist schwierig. Arbeitsverweigerung für Bernd, ja. Bernd keinen Bock und es sieht, gleich ist dritte Runde vorbei und dann war's das mit eurer Wette. Nee, unlucky. Es sieht schlecht aus. Ja. Hat John überlebt? John hat sich nur gedreht, glaube ich, oder? Ja, der hat nicht mal Schaden. Der hat sich einfach nur, der ist einmal 360 Grad rum und dann rumschmeißt. Hat eine halbe Sekunde gerade verloren. Also da geht nichts mehr nach vorne, glaube ich. Also wenn die, wobei die vorne sich natürlich auch erstmal einig sein müssen, ne? Wenn die jetzt da das Battle anfangen, ich weiß nicht, die beiden. Ja, Lulu Alphas, will da, glaube ich. Ja, ich glaube. Und Nico geht weit! Oh, Nico geht weit. So, aber sehr weit. Jetzt hat Lulu viel besseren Winkel. Jetzt Kensen gegen beide. Kensen gegen beide. Die hat schon die erste Strafe. Ja, Nico kann nicht ausscheren. Nein, Atman, no! Oh, nein! Oh, da rutscht die Ferrari durch! Da ist Ferrari durchgerutscht! Helim hat sich auch gedreht! Helim ist durch ihn durchgerutscht! Oh, und Kensen Button hat sich zwischen die Alfa Romeos gesetzt! Ja. Och, Atman! Oh! Und die Wurst, die essen hier komplett nach hinten! Leute! Ich hätte ihm doch nicht vertrauen dürfen, ne? Ich glaube, Atman Flügelschaden, oder? Das sieht links ein bisschen. Ich bin mir nicht. Also links sieht ein bisschen angefressen aus, oder? Nee, doch nicht. Nee. Ich glaub's aber nicht. Ich glaube, der hat einfach nur in der Traktion. Und wir haben ich habe kein Delta bis zu 13. Auto weggeschmissen. Ich habe gerade gar kein Delta. Ab 13 habe ich wieder Delta. Aber ich gucke auf der Karte, sieht. Also vorne sind sie nah dran, ansonsten nicht. Ja. Die beiden Alpines, die scheinen. Also die sind wahrscheinlich ja zusammen im Voice. Wenn die gut zusammenarbeiten, kommen die vielleicht von Rebeef weg, zumal der auf Mediums ist. Ja. Rebeef ist sehr gute Ausgangslage trotzdem, ne? Mit den Mediums. Ja, also auf P6 mit den Mediums nach 4 Runden, das könnte weit nach vorne gehen. Vorne Nico. Kensen hat das DRS und Kensen geht. Ich glaube, der will vorbei, oder? Aber ohne zu drücken, versucht er es. Ohne zu drücken. Ja, der Exit hat er einmal kurz gedrückt. Ja, Lulu ist. Jetzt gehen sie dazu. Nebeneinander, Lulu bleibt vorne. Ja, Lulu hat natürlich klassischerweise keine ES mehr, wie immer. Das ist ja das Lulu-Problem. Da hat sich ein Ferrari gedreht im Mittelsektor. Ferrari steht. Josia müsste das sein. Ja, die Ferraris, die haben, ich glaube, die waren auch beide schon in der Box. Dann steht dann Haas, steht da noch. Lucky hat sich auch schon wieder gedreht. Und mein Delta ist wieder zurück. Yay. Ja, ich auch. Ja, vorne ist es auf jeden Fall eng. Toni, 3 Sekunden. Sich schon die ersten 3 Sekunden. Das ist aber früh. Jetzt schon 3 Sekunden. Oh, John hat sie nochmal gedreht. Nein, viele drehen sich hier John. Ausgang der dritten Kurve. Ja, so, das ist halt da über den Curb, ne? Schwierig. Ja. Moin, Michi. Also, es ist jetzt schon an Dreher und Crashes mehr passiert als Liga 3. Würde ich sagen. Was war die Pole-Zeit? Was war's? Eine 2. 25-2 hoch, glaube ich. Das so gut habe ich es mir nicht gemerkt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Und Nico hat 80% ERS, ne? Und ja, der kann sich jetzt. Also an deren Stelle, die hier Button. Und da hat sich wieder einer gedreht! Marek! Marek ist rum. Oh. Aber auch die schnelle rechts. Also das sind die neuralgischen Punkte, die sind da, dieser Komplex da nach der ersten Kurve und diese schnelle rechts, die haben jetzt zusammen schon einige Opfer gefordert. Da ist ein überrundeter Haas, der sich jetzt da hoffentlich gut raushält. Jawohl, der geht dahinter, wunderbar. Buddy im Angriffsmodus gegen Rebeef, beide mit den Mediums, direkt dahinter Rocky. Ich weiß nicht, was die schießte ist. Die schlechteste? Ne, keine Ahnung. Die schlechteste war keine Zeit, weil gestorben. Ja. Also ich glaube, die Rundenzeiten, die so wirklich Rundenzeiten waren, die gingen, glaube ich, runter bis 26 hoch.
Du magst den AlphaTauri nicht, okay? Ich finde den eigentlich nicht schlecht. So. Ja, Rein vom 26,7. Aussehen, Motorsound und so. Aber Der ist ist ja ein nur. Honda. Ist ja jetzt erstmal nur ein Rennen, ne? Also. Grü Oh, Quibi ist im Palaland. Lass dich bitte nicht beklauen. Oh Hat jemand Mann. den Sky-EP, den F gesehen? Du Broncos, oder? Ich habe den gesehen, ja, aber ich habe so viele Dreher gesehen. Ich muss kurz mich erinnern. Der ist, glaube ich, Ausgang von der, also Sektor 2, diese schnellen S's und danach in der rechts, in der Traktionsphase hat es ihn, glaube ich, Ja, zerlegt. da hat's Elim ist tot! Elim! Elim ist tot und Kensen Button geht in die Box. Der will 2-Stop fahren, Wenn glaube ich. jetzt ein Schau mal Safety nach. Car kommt, Was könnt's. für Reifen er nimmt. Ja, das, aber ich glaube nicht, dass es kommt. Ich glaube, das wäre schon Elim draußen. ist. Ja, das ist halt die Drehkurve da oben links. Und der geht auf Harte. Der will durchfahren von Runde 6. Das geht Boah. aber, das geht aber. Okay. Also, wenn man mit. Also, so wie ich die Reifen rannehme, geht das. Okay, Atman ist auch drin. Der geht auf Medium. Das ist Atman also fährt einen 2-Stop. ein Undercut für Kensen. Der hat freie Fahrt. Der hat jetzt sein Teammate vor sich. Oh, wer steht da? Wer steht da? Buddy steht. Buddy ist, hat sich Buddy! gedreht. Unlucky. Aber auch. Oh, muss aufpassen jetzt. Also, sehr viele Dreher, aber das haben wir ja erwartet. Das Spiel ist sehr anfällig für Dreher und die Spieler kennen es noch nicht so gut. Ja, ich glaube, das ist das größte Problem. Man ist es einfach noch nicht gewohnt, ne? Ja. Aber Spielemann macht das ganz gut eigentlich bis jetzt, da wir so Ja, keine also Übung hatte. Spielemann und Karotte. Karotte war, glaube ich, am Anfang hinter Spielemann. Ich glaube, die haben mittlerweile getauscht, die zwei Edman war AlphaTauri. übrigens auch in der Box, hat sich Ja, Mediums der hat sich geholt. Mediums geholt. Also Edman fährt garantiert einen 2-Stop. Jetzt, also jetzt muss eigentlich schon einer von den Alphas rein, um zumindest mal Ja, Kenson ja. abzuwehren. Ja, also Ende Runde 7, finde ich, kann man dann auch schon. Also ich würde zwar persönlich nie vor Runde 8 gehen für einen 1-Stop, aber Ja. ich glaube, Runde 7 geht dann. Wir haben wieder irgendwo Gelb. Ein McLaren steht schon wieder. McLaren, Danny. Danny steht. Danny steht. Schauen wir, geht einer von den Lulu Alphas geht, rein? Lulu Ja, Lulu geht. geht in die Box. Und einer von den Alpines M müsste geht. jetzt auch kommen, oder? Nee, die Wir fahren beide haben durch noch. beide. Das heißt, die wollen auf jeden Fall beide einen 1-Stop machen. Weil keiner fährt freiwillig bis Runde 8, wenn man keinen 1-Stop. Und Lulu geht auf 2-Stop. Lulu geht auf Oh! 2-Stop. Lulu geht auf Das ist Mediums. Das überraschend. muss es 2-Stop geben. So, wir schauen mal, wo Kensen ist. Der ist hinter seinem Teammate. Der wird ihn jetzt. Oh, da leckt's ein bisschen. Aber der wird ihn wahrscheinlich einfach vorbeilassen. Da kommt Lulu! Aber Kensen da jetzt. Lulu, Kensen muss eigentlich nur sehen, dass er dran bleibt jetzt mit den Ja, er Reifen. muss sich nur mitziehen Das lassen. kann ihm richtig helfen jetzt eigentlich. Ja. Lulu muss Rote sehen, dass war er wegkommt. währenddessen. Lulu muss sehen, dass er Ja. wegkommt. Also Lulu muss jetzt weg. Und ich würde auch sagen, dadurch, dass Kenneth Button so nah dran ist, Lulu braucht fast ein Safety Card, sonst wird es ganz schwer. Ja, sowieso eigentlich die zwei Stop. Ich glaube Schofield. Ja, Schofield war in der Box, hat sich auch Mediums geholt. Also beide Astons sind auf 2-Stop unterwegs. Ja, von Atman hat man es ja vorher schon gehört. In Ja. 3 Wochen strengt sich jeder mal an, okay. So, sind wir mal gespannt. Ja, Kensen Also. ist raus. Kensen ist schon raus. Er drückt auch nicht, also war's wohl. Ja, vielleicht lässt er ihn dann auch ziehen, weil er sich so sicher ist, dass er es Ja. nicht schafft. Naigo geht es in die Box auf Aber jeden Fall. Jetzt. ich hätte es zumindest versucht. Ja, Also. probieren hätte er es eigentlich schon sollen, glaube ich. Und der erste Alpin geht es auch rein. Ja, Das Rebeef heißt. und. Das heißt, SAD Aber zieht jetzt seine Soft Rocky greift 10 jetzt Rebeef Runden. an. Und er sollte vorbeigehen, weil Rebeef hat kein ES mehr. Und Rocky schon. Denn Rocky So. ist jetzt der erste Medium-Starter. Ja, und Naigo und Karotte sind beide auf Harte. Also die wollen, glaube ich, durchfahren. Wie Ja. sieht es aus mit Lulu? Lulu kriegt jetzt natürlich den dicken Undercut und hat jetzt beide aus dem DRS. Naigo verliert den Platz an Kensen. Ja, wobei das erstmal nicht Ja. dramatisch ist, weil er ist ja relativ knapp Und dran. er hat genug ERS, um jetzt eigentlich wieder ranzufahren. Und er drückt auch direkt. Also. Wir Und haben Gelb. Gelb, Marek. Marek ist Marek tot. ist tot. Oh, Marek ist Und jetzt tot. haben wir Full Safety Car, Leute. Jetzt ist es da. Und das ist jetzt Für natürlich SHD Games. für SHD Games ist das richtig gut. Und für alle, die auf 2-Stop sind, ist das der Super-GAU. Weil die wollen zwar einen Safety Car, aber garantiert nicht Nicht jetzt. jetzt, ja. Nicht jetzt. Also, Lulu hat sich.
Also Lulu wurde von dem Safety Car, würde ich jetzt sagen, vollends fast aus dem Rennen für den Sieg genommen, ne? Das ist jetzt Lulu. vorne. Ach so, ja. Ja, und Karotte, Karotte für Karotte ist es auch gut, weil der jetzt direkt vorne dran ist an denen mit seinen Harten. Und der hat auch relativ frische Reifen noch, der war ja, erst diese Runde ja. drin. Wenn der sich mitziehen kann, ist das für den auch Die gut. Leute, die noch draußen sind mit Mediums, können jetzt... Oh, Mo-Durchfahrtsstrafe! Da hat einer nicht aufs Delta geachtet. Delta. Aber die könnten jetzt schon auf die Hards gehen, also relativ rein, früh. Ja. Ja. Also, ich glaube, ich würde jetzt auf Hards gehen, wenn ich auf den also, Mediums wäre. Für alle, die jetzt unter den ersten vier sind, ist gut, würde ich sagen. Ja. So, also SAD geht. Rocky geht. Rocky, Rebeef auch, ja. Rebeef geht, ja. Buddy wird auch gehen. Buddy wird auch gehen, ja, die müssen jetzt auch auch in die Box, das ist das einzig Sinnvolle. Und die drei werden jetzt die Führung übernehmen, glaube ich. Na, ich... Das wird knapp. Was? Ja, also, ne, also SAD ist auf Medium, SAD... Nee, was Rebeef ist auf Medium. Nee. Nee, ah, nevermind. Noch nicht, noch nicht gewechselt. Also, Rebeef ist auf Soft. Was? Rebeef ist auf Soft? Rebeef ist auf Soft! Warum denn Soft? Ich weiß es nicht, sonst sind alle Hards gegangen. Rebeef hat... Ja, nee. Okay. Ah, SAD ist direkt dran, okay. Er hat keinen Platz gewonnen dadurch, okay. Ja. Aber Rocky hat Platz gewonnen, ja. Rocky hat gut gemacht dadurch. Und, ja. Aber Rebeef, zumal der kann seine Softs jetzt ja niemals nutzen, ne? Es ist halt, weil er wird halt bei den Leuten da im Train mitstecken. Ja. Und für Tony war auch drin, hat sich Mediums geholt. Nee, der war noch nicht drin. Der war die Runde vorher drin, scheinbar. Hm. Schlecht. John holt sich auch Soft. Ja, John holt sich auch Soft. Also, die Leute, gut, logisch, die wollen Williams. Halt jetzt einen 2-Stop machen, ne? Williams geht hier voll auf 2-Stop mit Soft und die Essen sind ein bisschen am Arsch hier mit den Mediums. Ja. Danke, Tobi, für das Abo. Kuss geht raus an dich. Wir freuen uns, dass du wieder am Start bist. Schade, dass du es gestern so oft gedreht hast. Sonst hättest du auf jeden Fall auch eine gute Rolle spielen können. Hab John gesagt, soll sich Harz holen. Ja. Okay. Ja. Gut, aber ich meine, natürlich ist. Man weiß es nie, wenn jetzt in 7, 8 Runden das nächste Safety Car kommt und die dann auf Mediums können, dann ist es vielleicht gar nicht so blöd, ne? Ich schau mal mir die Verwarnungen an. Rocky und Karotte und Rebeef sind da zusammengestoßen. Also da haben wieder drei Leute wieder nicht auf mich gehört. Oh. Da hat sich keiner gedreht. Da kann ich nicht sagen, wer da schuld ist. Also ich habe es nicht gesehen. Keine Ahnung. Also da... Und das ist auch noch sehr früh, ne? Also... Für Rebeef sieht schlecht aus. Die Strafe können wir nicht anziehen, abziehen, weil der muss nochmal in die Box. Ja, der muss garantiert nochmal rein. Und jetzt... Oh je, jetzt müssen die sich da gegenseitig vorbeilassen. Oh, da ist einer kaputt! Da ist... Spielemann hat sich komplett zerlegt! Spielemann hat keinen Flügel mehr! Der hat keinen Flügel mehr! Oh, der hat keinen Flügel mehr. Hat sich Naigo auch gedreht und das Safety Car, der hat auch keinen Flügel mehr. Naigo muss auch in die Box. Was passiert? SAD und Naigo haben sich beide zerlegt. Aber Naigo hat die hatten beide aber keinen Zusammenstoß. Die haben keine Strafe. Nee. Naigo hat sich, glaube ich, Anfang von der dritten DRS gerade einfach gedreht. Und dann sind die hinten sind draufgefahren, weil sie nicht damit gerechnet haben wahrscheinlich. Ja. Und dann Soft okay. Für Spielemann. Gut, die haben jetzt keine harten Reifen mehr, ne? Die müssen jetzt auf Mediums. Das tut jetzt richtig weh. Reddick war eben noch stolz auf Alpine und jetzt ist eine Schande für Alpine. Jetzt ist zumindest der eine, ne? Der eine, der... Also zwei haben sich wohl gedreht und dann sind und drei... John ist auch in die Box für Harte nochmal. Hat seinen Fehler im Nachhinein korrigiert. Wahrscheinlich. Oder war John vorher schon auf Harz? Vielleicht deswegen? Ich weiß nicht. Stimmt, das kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Ja, Liga 3 war... Aber ich weiß auch nicht, wie sich zwei Leute da komplette Frontflügel weghauen können. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich gesehen habe, dass sich Naigo einfach gedreht hat auf der also keine Traktion, ne? Kalte, harte Reifen. Ja. Wenn man das nicht gewohnt ist, auf dem Körb vielleicht noch, dann geht das Auto schneller rum, als man denkt. Ja. Und also nicht, dass ich da Erfahrung hätte, weil mir sowas natürlich noch nie passiert, aber soll schon gehen, habe ich gehört. Ja, und Nico und Spielemann haben beide keine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Das heißt, sie waren in keiner Berührung involviert. Hm. Nur die drei Leute dahinter. Ja, und die sind halt wahrscheinlich alle vom Gas, ne? Und dann, die sind überrascht worden wahrscheinlich, ja. Ja, Zia Monika und dann passiert das ganz schnell. Das ist halt die Frage, ob die Damage haben. Ja. Weil die haben sich ja offensichtlich berührt, und ne? Die nächste Frage ist, ob sie es wissen, dass sie Damage haben, ne? Ja, weil man weiß ja, bei dem Game nie so wirklich...
wie gelb oder grün das Ding jetzt ist, und man verliert dann schnell mal 3-4 Zehntel und denkt ja, eigentlich, ja, dass man gar keinen Schaden hat. Und für Rebeef ist es schlecht, dass wir die Strafe werden wir nicht abziehen können. Ja, nee, das. Da gibt's wieder eine Berührung, Josia. Ja, das ist ganz hinten Lucky und Josia, dieser sich ein bisschen zu lieb haben. Also die fahren auch auf da hinten, ein bisschen Platz lassen. Leute, Leute, Leute. So, Lulu macht jetzt den Restart. Der ist auch ein bisschen noch sehr nah dran am Safety Car. Jetzt muss er warten. Aber kann jetzt trotzdem jetzt Gas geben. Macht er. Oh, das wird aber schwierig. Bruder, da geht ein Williams. John hat sich gedreht. Och, John. John hat sich schon gedreht. Und aus der letzten Kurve raus. Karotte. Oh, da geht ein McLaren. Toni. Oh, da gibt's. Die sind da einige nebeneinander. Da ist ein Aston. Achtung, da gibt's Sandwich-Effekt bei Schofield, Buddy und so. Und der McLaren geht rum. Danny geht rum. Danny geht. Danny hat sich gedreht. Okay, ich glaube, das ist aber. Also die McLaren. Spielemann gegen Schofield jetzt. Und Spielemann ist durch. Und Nico geht auch durch. Schofield verliert 4 Plätze. Und der Haas, oh Gott. Lucky, wo wollt er denn reinstechen? Spielemann direkt im Angriffsmodus gegen Buddy jetzt, aber Spielemann jetzt mit, natürlich, wenn kein Safety war, kommt mit einer blöden Strategie jetzt irgendwie. Ja, da zieht er seine Nase hoffentlich raus. Ja, da zieht er die Nase raus. Was geht vorne? Und da hinten wird's knapp. Oh! Da hat Schofield absolut. Nee, Schofield war das. Ah. Oder war da vorne auch noch was? Nee, da vorne war nichts. Ja, ich glaube, Atman ist einfach. Floftoff ist einfach an Atman vorbei. Ich glaube, Atman hat sich verbremst ein bisschen. Oh, da hinten wollte ich zu dritt. Beim Liga 3 Safety Car war fast nix. Danke für den Follow, Mazzolini. Willkommen beim Liga 2 Saisonstart. Toni neben Atman. Und vorne ist auch ein Williams neben. Ja, das ist Karotte und Rebeef sind das. Rebeef, der natürlich auf seinen Soft jetzt Meter machen muss. Ja. Also der muss jetzt gucken, dass er irgendwie so schnell sein kann, wie es geht. Atman ist vorn geblieben. Jetzt aber Floftoff gegen Rebeef. Floftoff hat da gerade so wieder Glück gehabt mit dem Einsatzlimit. Und Atman geht gegen Toni. Oh, da vorne gehen sie auch nebeneinander. Toni ist vorbei. Und Toni ist vorbei an Atman, jawohl. Und Floftoff hat keinen guten Winkel, glaube ich. Schofield musste in die Box. Und Rebeef gegen Rocky. Hat natürlich die Softs und ist durch. Rebeef auf 3. Rebeef kann jetzt vielleicht die Lücke nach vorne zufahren, die da schon so ein bisschen aufgegangen ist. Lulu, der natürlich vorne wegfährt mit seinen Mediums, muss er jetzt auch. Kensen Button wahrscheinlich gerade in der besten Position, würde ich sagen. Ja, definitiv. Der muss jetzt da richtig. Wenn kein Safety Car mehr kommt, dann sieht es sehr, sehr gut aus für Kensen. Ja, Buddy ist an Naigo vorbei. Oh Gott, die fahren da nebeneinander rein. Aber überleben beide und Spielemann setzt sich durch. SAD Games ist schon hinter Atman. Also Atman, ganz schlechter Restart. Dafür, dass er Mediums hier hat. Ja. Ja, die Hard-Leute haben sich relativ gut vorne gehalten, ne? Ja. Nico gegen Buddy hier. Und SAD ist auch direkt ist hinter. Nico muss hier vom Gas, sonst hätte er ja Buddy abgeräumt. Aber vorne bei Floftoff ist auch schon wieder Action. Also die beiden Red Bulls mit Karotte und Atman, die haben gerade ihren Spaß. Ja, direkt dahinter ist auch noch Spielemann und Co. Floftoff greift jetzt Karotte an. Ja. Ja, außenrum, das ist keine schlechte Position. Und der Mercedes kommt dann. Oh, Karotte dreht sich! Karotte geht! Nein! Der nächste Alpine! Oh. Und da geht Red Bull weit! Toni, oder? Ja, Toni war das. Toni war das. Und Floftoff geht an Rocky vorbei. Und die Haas überholen sich gegenseitig. Oh, oh, oh. Lucky aufpassen. An Buddy vorbei. So, Floftoff ist vorbei an Rocky. Und Rebeef hat es noch nicht ins DRS geschafft von Button. Der muss jetzt da langsam aber sicher reinkommen. Spielemann gegen Atman. Auch ein Duell hier. Das hat ordentlich Zündstoff, das Duell, ne? Schofield war scheinbar Flügelwechsel. Der ist letzter mit Abstand. Ja. Schofield, der war in der Box in der Runde direkt nach dem Safety Car. Ich habe überhaupt nichts bezahlt hier. Weil für Essen sieht es auch nicht so gut aus, aber schauen wir mal, 7 und 8 ist knapp. Aktuell knapp. Ich weiß nicht, hat Korte Damage bekommen? Glaub nicht. Sieht nicht so aus. Ich glaube, der hat sich ganz alleine gedreht. Aber wie gesagt, man sieht dieses Jahr aus der Zuschauerperspektive fast kein Damage. Ja, das stimmt.
So, Nico jetzt. Lulu mit der schnellsten und Weebeef ist immer noch nicht in DRS und blinkt. Also für Weebeef wird es ganz schwer. Nico versucht jetzt zu powern gegen SHD, der warum auch immer kein DRS anhat. Ich glaube. Ja, jetzt hat er es an. Er hat es nur spät gemerkt. Okay. Ich glaube, er hat es einfach vergessen. So, Nico, er lässt die Nase drin. Oh. Aufpassen, damit eng. Ja, aber. Spielmann ist da ein bisschen eng gefahren. Ja, der hätte die Linie weitergehen müssen. Aber und, will nochmal, nee. Im Haas-Duell geht wieder Buddy vorbei. Die Haas ist. Was ist denn die Mehrzahl von Haas? Haas? Hasen? Hasen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, das finde ich gut. Es hat sich, glaube ich, ein bisschen beruhigt wieder. Ja, es ist halt, also Lulu vorne, der macht jetzt schon einen guten Meter, aber es reicht halt nicht, ne? Dem seine Mediums, die werden jetzt noch, die haben 6 Runden drauf, die heben jetzt vielleicht noch, vielleicht 6-7 Runden sind die noch wirklich gut. Und er braucht halt über 20 Sekunden für den Boxenstopp, wenn kein Safety Car kommt, ne? Und Rebeef in der vorletzten Kurve gegen Kansen Button, der ist jetzt mittlerweile drin. Und Rebeef kommt jetzt mit DRS, kommt er jetzt, glaube ich, oder? Er geht vorbei wahrscheinlich an Button. In rein und Rebeef ist vorbei. Oder ist er das? Ja, Rebeef ist vorbei. Kansen lässt ihn dann auch ziehen. Ist wahrscheinlich auch besser. So, und da hinten wird's eng. Naigo und Atman und SHD. Also das ist da auch eine schöne Kampfgruppe. Rocky und Flofdorf. Da passiert aber nichts. So, die beiden Haas. Bin wieder da. Nee, nicht essen. Ich soll hier was bestellen, aber ich kann gerade nicht. Reddick sagt, ein Haas, zwei Haie. Zwei Haie, ja gut, ne. So, und die dahinter, also hier Atman, Naigo und SHD, das sieht auf der Minimap so aus, als würden die ganze Zeit aufeinander und fahren. Nico, ne? Und jetzt an Atman vorbei. Ja, nein, Atman ist auf dem Curve. Auf Curve, da verliert er jetzt auch den Platz ans Spiele, Mann. Oh, SHD, oh Gott, da aufpassen, Jungs, aufpassen. Oh, SHD geht außenrum vorbei. Aber ich glaube, da hat Atman auch gelupft, sonst hätte das, glaube ich, in Tränen geendet. Bestell mal für mich mit, ne, ich weiß nicht, was bestellt wird. Ich glaube nicht, dass du es brauchst. Ist auf jeden Fall kein Essen. Ja, wie gesagt, das ist kein Essen, also... So, Rocky jetzt gegen Flofdorf. Rocky vorbei an Flofdorf. Aber geht weit. Hält die Position. Oh, Flofdorf! Flofdorf mit dem DRS jetzt. Der hat aber keine. Muss außenrum. Blinkt aber schon. Ja, das müsste eigentlich für Rocky sich ausgehen. Ja. Ja, er probiert den Switchback, aber ich glaube nicht, dass das da geht. Auch nicht. Geht nicht. Naja, nee. Oh Mann. Rebeef hat es übrigens vorbeigeschafft jetzt an Button. Das ist, glaube ich, für Kansen Button gar nicht so schlecht, weil der kann sich jetzt ein bisschen ziehen lassen. Ja, aber die Reifen müssen jetzt aber eingehen. Also ich glaube, das ist jetzt nur eine Momentaufnahme hier, Rebeef. Ja, der lässt sich jetzt, glaube ich, 2-3 Runden ziehen und dann müsste Rebeef wieder in die Box. Rebeef blinkt auch. Also ich glaube, das ist jetzt gar nicht so gut für Kansen, glaube ich, unbedingt. Ja gut, ich will jetzt nicht sagen, dass das eigentlich egal ist für Kansen, weil er das Ding schon so gut wie im Sack hat, aber... Ja, wenn der hier noch ein Safety Car kommt, so, ne? Dreht sich das Ding wieder, ja. Warum Ice.de gelöscht wurde, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich hab damit kein Problem, dass das da stand, um ehrlich zu sein. Da habe ich nichts mit zu tun. So, wir sind jetzt wieder bei unserer... Rebeef ist jetzt in der Box. So, Rebeef ist jetzt da vorne weg. Und Rocky verteidigt sich gegen Flofdorf. Flofdorf kommt auch. Derweil neben Toni, der ist daneben jetzt in Kurve 1. Oh, Rocky und Flofdorf verliert die Kontrolle. Achtung, nebeneinander. Oh Gott. Oh, aufpassen da, Jungs. Jetzt wird's aber nochmal ganz wild hier. Die sind noch nebeneinander. Und Flofdorf
Der Alpha außen rum. Und da dreht sich einer! Nein, Fluffstoff ist weg! Da hat sich einer gedreht und Nico und neben Toni! Achtung, Berührung! Oh. Nicht nebeneinander. Oh, Jesus Maria. Fluffstoff hat sich. Die haben Nerven, ne? Fluffstoff hat sich immer gefangen auf 9. Also da habe ich auch schon Toni und Nico wegballern sehen. Wie sieht's hinten in dem Haas. Wieso ist Atman eigentlich in das Haas-Battle jetzt da reingeraten? Der war doch eigentlich im Zug davor. Seid es eh jugendfrei? Ne, ich weiß nicht, ob die Seid jugendfrei ist, aber ich hab jetzt ehrlich gesagt jetzt kein Problem mit. Und da hat ein Haas Probleme. Buddy. So, hat sich da fast weggedreht. Herr Spielmann ist hier wieder im Game drin, ne? Ja, wobei muss halt auch nochmal in die Box, ne? Also ja. Ich würde sagen, die Top 5 sind für die Jungs fast weg. Für Rocky lief das Rennen perfekt eigentlich, ne? Wenn man mal guckt. Ja. Ja, die frischesten Hearts im Feld. Außer mit Jordan, aber. Und er ist direkt hinter Kenson 3 Sekunden. Also für das schlechte Quali da ist Rocky hier der perfekten Ausgangslage. Ja, das stimmt, ja. Wer ist in der Box? Ja, Atman gut. Und Fluffstoff. Also wenn das stimmt, Marek, dann wollte ich euch leider von der Liga rausnehmen. Ne? Also, wird damit vielleicht nicht solche Späße machen. Also die Haas sind jetzt wieder am Fighten. Locktop war nochmal in der Box, der war da doch auf Hart. Ich weiß, dass das ein Scherz der war. Der hat wahrscheinlich ich Damage. Mein nur. Atman war in der Box. Ja, Atman ja. Und Fluffstoff. Und Fluffstoff hat der harte Reifen drauf. Also entweder der hatte Damage oder der hat einen Plan, den ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Ja. Eins von beidem. Ja, die müssen jetzt das ganze Feld durch, das ist halt schwierig, also. Ja, das. Zumal bis die den Abstand aufgeholt haben, das sind ja erstmal 10 Sekunden, bis die da wieder in eine nennenswerte Position kommen. Aber was macht Lulu? Versucht er vielleicht auf Krampf irgendwie durchzufahren? Nee. Der Reifen, der platzt. Der ist jetzt auf 10 Runden. Der müsste jetzt nochmal 10, 20 Runden. Das ist jetzt auf den harten Reifen, ist das nee, viel, ne? Auf Harz ist es möglich. Also. Ja, es geht, aber die harten haben dann auch schon 70%. Also. Ja, dann haben die Mediums 90, ne? Also, man, ja. Also auf Krampf kann man es probieren, ne? Also, ich würde es nicht ausschließen. Ich würde es nicht ausschließen. Aber das Ding ist, also aus Lulus Sicht, wenn er nochmal reingeht, dann landet dann kommt er halt irgendwo bei den Haas raus. Genau, und davor müssen ja auch noch Leute. Toni derweil an Rocky vorbei, der ist aber immer noch innen. Wir haben eine gute Sicht von Nico hier. Aber hat Toni blinkt, vielleicht jetzt Konter von Rocky, nee, das wird nix, glaube ich. Oh, aber Nico neben Rocky. Nico außenrum, das ist ein guter Move. Ja, und hat ihn. Rocky hat wurde ihn, ein bisschen, jawohl. Rocky wurde ein bisschen von Toni blockiert hier. Ja, das hat er gut gemacht. Clever das gemacht. War clever gelöst, ja, das war clever. Rebi fährt das an John vorbei. Also Nico fährt ja ein richtig geiles Rennen, wenn er sich nicht im Safety Car weggedreht hätte. Ja. Zumal das. Ja, denke ich auch, okay, nix. Na, wobei Nico kann, glaube ich, auch nicht durchfahren, na, das wird auch schwer. Und Fluffdorf neben Atman. Atman bleibt erstmal vorne. Ja, Fluffdorf und Atman, die sollten jetzt eigentlich nicht battlen, na, die sollten eher gucken, dass sie zusammenarbeiten, weil die müssen noch richtig Zeit rausholen. Ja, John 3 Sekunden. Und da geht auch ein. Nee. Das sah gerade nur so komisch aus. Wo ist denn Rebeef? Rebeef hängt hinter Danny. Hängt hinter Danny, ja. Und der hat halt. Das Ding ist, der geht jetzt an Danny zwar vorbei relativ einfach, na? Aber erstens blinkt der. Er soll das schon schaffen, oder? Ja. Oh, nee! Oh, warte mal! Außenrum! Jetzt aufpassen nebeneinander, vorsichtig! Oh, Danny lässt dann. Ja, doch! Gut. Aber Danny. Oh, ja. Jetzt! Und immer oh! Da ist oh, da hat sich. Da hat Danny Overstyle bekommen und ist dann in. Rebeef rein overstiert. Oh mein Gott, ich kann schon nicht mehr reden. Ja, das ist natürlich unlucky. Das ist halt, das ist gerade in der Kurve. Ne? Ja. Das Heck eh so unstabil, wenn man da nebeneinander aber ist. Da konnte, glaube ich, keiner was dafür, weil Danny hat auf einmal Oversteer bekommen und dann hat er es versucht zu halten, ist dann halt in den Hinterreifen von Rebeef rein. Da haben wir Glück, dass ich Rebeef nicht. Und Atman und Schofield wieder. Atman und Fluffdorf. Ja, Atman innen. Ja. Jetzt mit der besseren Linie vielleicht. Nee, jetzt müsste er weg sein. Nee, das kann er jetzt nicht mehr holen.
Ich meine, was Lulu probieren könnte, was mir gerade einfällt, ist, er könnte auf Soft gehen. Ja, natürlich, das ist klar, ja. Und dann 10 Sekunden auf Soft, so in den letzten 8 Runden. Ist möglich, ja. Könnte sogar gehen. Also schwierig. Lulu ist auf jeden Fall fürs Podium. Er geht rein. Lulu kommt. Können wir gleich mal gucken, was er macht. Ich mach Strafen kurz an. Wird gewünscht. Also Rocky hat 5 Sekunden noch vom Crash da. Die werden bestimmt abgesucht. Da steht auch ein McLaren und das Lulu ist die Softs. Ja. Er geht auf Softs, ja. Jetzt die Frage, wo er rauskommt. Während hier Rocky an Tony vorbeigeht. Der kommt irgendwo bei den Haas, glaube ich, raus. Na, die Haas gehen vorbei. Der Haas ist schlecht, dass sie vorbeigehen für ihn. Das wird nämlich gar nicht mehr so. Schafft das gegen den einen? Oh Gott, nee, aufpassen. Er ist direkt hinter dem Haas. Vielleicht jetzt bessere Traktion. Oh Gott, das sind Karotte. Karotte und Josia. Ich weiß nicht, ob er da drin war, Josia, aber Karotte hat sich auf jeden Fall gedreht. Das sah irgendwie ganz komisch aus. Okay. Oh ja, Lulu jetzt außenrum an Lucky vorbei. Und der Haas geht's. Oder? Und Buddy hat sich gedreht und Lulu ist an den anderen Haas vorbei. Lulu ist beide. Das hat er beide, ne? So kann man es dann auch machen. Ja. Und John ist ein Flop. Er hat 12 Sekunden Rückstand auf Kensen. Und Danny kriegt 10 Sekunden. Ja, der fährt da im dritten Sektor ohne Frontflügel rum. Ich glaube, der probiert einfach nur noch an die Nochmal Box zu kommen. Nochmal 5. Ja, ich glaube, der lässt gerade jede Kurve aus, die er auslassen kann. Wo geht denn hier gerade noch Action ab? Bei Flofdorf? Nee. Irgendwo sind ja ganz viele nebeneinander, aber irgendwie finde ich die Stelle nicht. Doch, ja, das ist hier. Da Atman. Flofdorf ist das. Wie ist denn Atman wieder am Flofdorf vorbeigegangen? Eigentlich. Karotte ist raus. Okay, Karotte ist raus. Karotte ist auf 10. Karotte ist auf 10. Ja, aber der ist aus der Lobby raus. Ach so, okay. Disconnect wahrscheinlich. Wahrscheinlich Disconnect, ja. Hat schon wieder eine Durchfahrtsstrafe? Nee. Karotte schreibt, Spiel abgestürzt. Na, unlucky. Ja, Flofter wird jetzt wieder Atman angreifen. So. Ja, das ist halt. Ja, gut. Aber für die ist das jetzt eigentlich eh schon gelaufen. Ne? Die betteln sich jetzt da um ihre Position ab. Viel weiter nach vorne kommen die wahrscheinlich eh nicht. Ja. Wir müssen schauen. Lad Karotte. Dann kannst du Karotte mal einladen. Ja. Ja, er macht doch schon, Leute. Müsste passiert sein. Aber ich glaube, die Lobby steht eh auf Nachjoin, oder? Also, ja, theoretisch könnte er Nachjoin, ja. Also ist, glaube ich, nicht auf Einladung gestellt, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, die Weil ist wir auf, hatten, weil, nur Freunde. Ja, also hätte auch einfach Nachjoin können. Braucht ihr euch jetzt nicht aufzuregen. Jetzt hat sich ein bisschen alles entzerrt. Ja, Lulu ist jetzt an SHD dran. Ja. Der muss jetzt da schauen. Ich meine, SHD, Toni und Naigo müssen alle drei noch in die Box. Bin ich mir relativ sicher. Ich glaube nicht, dass die durchfahren können. Und wenn sie durchfahren können, sind sie am Ende so slow, dass sie, glaube ich, abfallen. Ja. Das heißt, Lulu, oh Gott, in die letzten, lass es, ja. Oh, Lulu! Bitte kein Flügelschaden jetzt geholt. Das wäre sonst richtig schlecht. Das ist zu ungeduldig. Ja, muss er warten. Ich meine, er hat die ganze Gerade, da kann er schön früh bremsen, richtig schön Anlauf nehmen. Geht jetzt vorbei an SHD. Der wird sich auch gar nicht wehren. Der wird eher versuchen dran zu bleiben irgendwie. Ja, der lässt sich, der hofft es, dass er vielleicht noch einmal DRS kriegt oder so. Weil Toni hat vorhin 3 Sekunden, also wenn er vielleicht da irgendwie sich mitziehen kann. Ich glaube nicht, dass er dranbleiben kann. Screentime Kensen, machen wir. Holt Naigo auf den auf? Ja, oder? Naigo holt doch auf langsam. Ja, Naigo wird versuchen, ja gut. Ich meine, so. er kann probieren durchzufahren. Ja. Er kann es probieren. Ich glaube auch Toni probiert. Ja. Toni muss es auch probieren. Das wäre ungefähr so viele. Das sind nur noch 5 Runden. Ja, das wären auch so viele Runden wie Lulu gehabt hätte gewesen. Also. Ich weiß nicht, wer Felix mitgegeben hat. Ich weiß nicht. Ich weiß nämlich gar nicht, wie das geht. So, da hat sich einer gedreht! John! Nee. Rebeef, oder? Ja, Rebeef. Also für Williams. Und für Aston läuft auch sie ja. Auch für Aston Martin, ne? Ja. Sie war, Aston Martin war im Qualifying noch relativ gut dabei. Aber.
Also Lulu ist lila im Mittelsektor, also wenn er damaged hat, dann ist es auf jeden Fall nicht viel. Bei Flofdorf ist wieder Action. Der ist jetzt hinter Karotte. Während Naigo jetzt im DRS ist von Kansen Button. Ja, also Naigo hat gute Pace jetzt hier, auf, überraschend. Weil jetzt Lulu die nächste schnellste Runde. Flofdorf gegen Karotte jetzt gleich, aber das dürfte easy werden. Also das könnte ein richtig schöner Kampf am Ende noch werden. Weil Naigo jetzt im DRS ist, Lulu da von hinten glaube ich noch kommen wird. Boah, das wird eng für Lulu. Das Gute ist, ja, ist Lulu ist hat aber Lücken. 2 Sekunden schneller. Ne? Es gibt kein Train. Lulu das kann stimmt, einfach ja. vorbeifahren. Ja. Das ist spricht für Lulu. Ich schau, also Lulu ist 1,5 Sekunden schneller als Kenson Button gerade. Das heißt, wenn er da einigermaßen durchkommt, dann könnte das vielleicht mit ganz viel Glück am Ende gehen. Schofield war auch schon wieder in der Box. Ja, die gehen jetzt da hinten, glaube ich, viele auf schnellste Runde. Ne? John ist auch nochmal in die Box gegangen, geht, glaube ich, auch auf schnellste Runde. Und da Lucky steht. Oh. Lucky hat sich gedreht. Ja, Flofdorf holt Punkte. Bei uns geht's bis 15. Ja. Also, ja, jeder holt Punkte, der durchkommt. Ja. Ja. So, Naigo ist jetzt dran an Kenson Button. Das überrascht mich so ein bisschen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Mediums so gut halten. Weil, also, die scheinen tatsächlich lang zu halten. Wenn der so lange so eine Pace fahren kann, ja. Schafft es aber noch nicht vorbei. Und dahinter Lulu geht vorbei an Toni. Ja, Lulu ist schon vorbei. Den hat er sehr schnell geholt, aber auch ganz schnell dran irgendwie. So, jetzt 3 Sekunden auf Rocky und dann ist er eigentlich schon mit dran. Vorne gibt es noch keinen Angriff. Ja, ich glaube, er probiert es nicht. Nee. Aber Button ist ein bisschen oh, weit. Oh, jetzt nein, ja. Nee, schafft er nicht. Da reicht die Traktion nicht. Wo ist Alonso Salulo aufhalten? Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann Rocky der Alonso sein. Josia nochmal 3. Karotte und Atman. Aber für Lulu wird es nicht ganz so einfach, weil jetzt Nico und Button ja hintereinander sind. Also oh, da, Atman, oder? Och, Atman, der dicke Junge hat sich schon wieder gedreht. Oh Mann. Also, ich will ja nichts sagen, ne? Aber seine Schwester gestern wurde 8., ne? Er wird jetzt 13. Ja, allgemein Essen. 13 und 14 also, ist ein bisschen ja, sehr enttäuschend. Leute, ja. Was ist da los? Ich will lieber nichts sagen. Nicht, dass ich dann auch gleich ja, nachher, ne? Wir sind mal gespannt auf Essen in Liga 1 nachher. Ja. So, Naigo hat jetzt aber die zweite Chance. Ist diesmal näher dran als letztes Mal. Ja. Und wenn er jetzt vorbei will, würde ich mal behaupten, sollte es schon funktionieren. Und ich glaube, er sollte auch vorbei, so früh er kann, ja, weil die Hearts stärker werden. Button und blinkt. Und Naigo kommt, innen. Button verteidigt sich nicht, lässt ihn einfach ziehen. Nee, oder? Ganz lässt jetzt ihn nicht innen rein. Ja, lassen sich aber viel Platz. Jetzt hat aber keiner eine bessere Linie, aber oh. Das war der Wer Falsche. Hat DRS? Das entscheidet jetzt Kenson, Button hat DRS und ja, wird dann, glaube ich, vorne bleiben. Ja. Ja. Aber die halten sich natürlich gegenseitig auf. Das spricht natürlich alles für Lulu gerade irgendwie. Ja, und Rocky ist auch noch nicht raus, ne? Also nee. Der kriegt die Strafe abgezogen, die er hat. Vermutlich. Ich gehe jetzt mal von aus. Ja. Also ja, Rocky also dafür, dass er 15. im Quali war? Ja, der hat sich gut nach vorne gearbeitet. Er hatte natürlich auch Glück mit Safety Car, ne? Aber... Ja gut, aber er war trotzdem in der Position, ne? Und hat sich danach nicht gedreht. Rocky hat jetzt auch DRS nach vorne, das spricht wieder gegen Lulu. Wir haben Gelb, das ist John. Das ist John, ja. John, ich glaube, beim Versuch, die schnellste Runde zu holen, hat er sich zerlegt und da ist es jetzt richtig eng da vorne. Da ist es jetzt richtig eng und Lulu ist direkt hinter Rocky. Ich glaube, ja. Lulu geht vorbei an Das Rocky wird nochmal ein schnell. Richtiges Last-Lap-Krimi, glaube ich. Loftoff währenddessen vorbei an Josia. Jetzt probier's nicht wieder in die letzte Lulu Kurve, hat 5%! Lulu. Hat 5%! Ja, aber Samba Rocky hat davor auch nicht viel und Kenson Button hat auch nicht viel. Aber Rocky hat DRS! Aber Lulu kommt viel besser raus! Ja, ja. Der hat den Ex und der kann auch viel später bremsen. Und Nico geht am Button vorbei! Lulu ist vorbei und Naigo ist auch vorbei. Beide Alphas. Ja, beide Alphas. So, und wenn die Alphas jetzt natürlich zusammenarbeiten, dann könnte das ein 1-2 geben. Ja.
Müssen wir erstmal schauen. Button kann, glaube ich, nicht kontern. Nee, kann nicht kontern. Boah, das geht. Aber jetzt kommt gleich fast die letzte Chance. Ne? Jetzt ist gleich quasi die letzte Runde. Ja, aber... Ja, also Lulu würde ich zutrauen, und weil er so viel mehr Grip haben Und wenn muss. Ich mir so die Pace angucke von Toni, hätte ich gesagt, vielleicht wäre draußen bleiben von Lulu gar nicht schlecht gewesen eigentlich. Ja, ja, also ich muss sagen, wäre ich in Lulus Position gewesen, ich wäre auch in die Box. Es hat von den aber, ersten vier hat keiner Strafe. Lulu geht durch, oder? Bestimmt, schafft er. Müsste er schaffen, Bremse, ja. Müsste er stärker sein. Ja. Und dann... Hat er noch einen. Dann ist richtige Strategie oder falsche Strategie vielleicht am Ende komplett egal, weil wenn er das Ding nämlich gewinnt, dann fragt danach am Ende keiner mehr. Aber er hat halt kein ERS. Aber Kenson auch nicht. Wer hat noch? Samba nicht. Ah, Naigo hat am meisten. Ja. Naigo hat am meisten. Ja, aber Naigo ist jetzt halt der Einzige ohne DRS. Ne? Ja, das ja, ist ja. So viel wert. Das ist so viel wert. Und jetzt geht es auf die letzte Runde. Viel ERS braucht man jetzt auch nicht. Ja, mehr, aber er ne? wird halt jetzt durchdrücken. Nico kann jetzt durchdrücken. Und ja, Lulu halt nicht. Ja, ich glaube aber, Lulu macht das. Ah, naja, für die reicht es doch nicht für die gerade. Da kommt aber John aus der Box. Oh, John, aufpassen. John, bremst doch früher einfach ab, John. Da musst du doch nicht so reinfahren. Ach, komm. Button, jetzt John, geh auf Nico die Seite. Nico kriegt halt jetzt DRS. Nico kriegt halt jetzt DRS. Ja. Und jetzt kommt Button und die beiden Alpha stecken hintereinander. Oh, nee. Also John hat gerade... Geht weit. Lulu auch mit Problemen. Nicht gut, jetzt kommt Kenson Button. Achtung. Aufpassen. Oh, also, mein Herz. Ich glaube, John hat gerade Naigo gesaved. Ja. Und Samba ist da. Rocky ist da gerade Kenson draufgefahren. Der hat jetzt Safe-Flügelschaden. Ja, John, geh doch da raus. Komm, John, lass es. Oh, das finde ich ein bisschen schade, dass das. Ja, das gibt halt. Es gibt auch eigentlich Strafen, ne? Also, es ist jetzt, verboten. Jetzt bleibt das zwar dahinter, aber jetzt konzentrieren wir uns auf Lulu. Aber er ist zu weit weg. Lulu ist zu weit weg. Und jetzt muss er da gut durchkommen. Durch die letzten zwei Kurven. Ich meine, er hat mehr Kurvengrip. Aber es wird jetzt ganz schwer. Jetzt ist, also die letzte Kurve ist die einzige Chance. Er versucht sie jetzt. Die drücken jetzt beide. Die drücken jetzt schon beide. Ja, und Lulu, er wird es probieren, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Er muss es probieren. Außen jetzt besser rauskommen und Schwung, Rocky neben! Oh, vorne! Nee, vorne reicht's nicht, aber hinten! Also vorne, hinten auch nicht. Kenson. Nee, auch nicht. Zweiter. Wahnsinn. Wow! Das war mal ein Finish. Das war ein richtig krasses Finish. Und Rockys Strafe ist dann am Ende sogar egal. Naja, Rockys Strafe kostet ihn eh keine Position. Flofter und Rock, die gehen nebeneinander durch die letzte Kurve. Ja, Flofter und Buddy. Und ich glaube, Buddy hat Flofter überholt in der letzten Kurve. Das ist natürlich unlucky. Ja, das war's. Ja. Wow. Ich bin fertig mit der Welt. Oh, aber da hinten verschiebt sich noch gut. Rebeef macht noch einen ziemlich großen Sprung. Ja, gut, da müssen wir gucken, was noch richtig Strafen aber sind. Genau. Richtig. Ja, das war's. Ja. Dann überlasse ich dir das Wort, ich mach's Podiumsbild. Alles klar. Wen hast du getippt als Sieger? Kenson. Kenson. Ja, aber ich mit Lulu war besser. Ha. Aber war ein gutes Rennen und war vor allem auch spannend, was man nicht oft sieht, durch verschiedene Strategien spannend. Das stimmt, ja. Weil das sieht man nicht oft, dass der 2-Stop dann so knapp auf den 1-Stop geht. Und ich möchte es nochmal kurz nachschauen. Weil es sind doch jetzt tatsächlich manche Soft-Medium gefahren, oder? Also gehen wir erstmal durch die Reihenfolge einmal. Naigo gewinnt. Also am Ende steht dann doch Österreich ganz oben. Lulu und Kenson Button, die das Podium voll machen. Alfa Romeo natürlich für die KWM ist das top. Dahinter Samba Rocky, der richtig viel Position gut gemacht hat. Genauso wie Toni, beide außerhalb der Top 10 gestartet. SHD, der, finde ich, ein solides Rennen gemacht hat, dafür, dass er ziemlich wenig Übung hatte. Buddy auf 7, Floftov auf 8, Atman auf 9, Rebeef auf 10. Lucky, Karotte, Josia, Schofield und John, der die schnellste Runde dann verpasst hat. Die schnellste Runde ist bei Schofield geblieben. Und dahinter sind dann alle DNF. Ich weiß nicht, ich schaue noch mal ganz kurz rein. Nee, es ist doch keiner. Die sind alle Medium. Also Kenson Button eben auf Soft Hard und dann Medium Hard, ja.
Gut, Schofield mit dem 4-Stop. Die Jungs sind dann auf schnellste Runde noch gegangen. Aber war, würde ich sagen, ein guter Auftakt. War spannend und war auch, soweit ich das zumindest überblicken konnte, dann doch relativ fair. Also vorne auf jeden Fall. Ja, es waren zwar viele Zwischenfälle dabei, aber halt relativ viel einzeln. Also von daher sauber, spannend. Was willst du mehr, ne? Ja, so. Podiumsbild ist auch durch. Und da können wir mal die Top 2 Leute auf jeden Fall mal holen. Ich habe schon wieder 1000 Nachrichten auf Discord. Gut, dass ich mich gemutet habe. Wir haben einmal Naigo. Und dann haben wir noch Kenson. Kenson im Alpha. Ja, Lulu ist nicht da. Der hat Mikroprobleme, hat er geschrieben. Lulu ist nicht da, ja. So. Ja, Glückwunsch ans Podium. Und Glückwunsch zum Sieg, Nico. Erzähl mal. Danke. Ja, beim Safety Car habe ich weggedreht. War schwierig. Und dann ab Runde 25 habe ich betet, dass meine Mediums noch halten bis zum Schluss. Wie viel Prozent hattest du? 78, glaube ich. 78, ja. Ich hätte gedacht, dass es mehr ist. Ja, da wäre vielleicht Toni bei 85. Also ich glaube, Lulu hätte das Ding gewonnen, wäre nicht in die Box. Bleibe ich dabei. Ja, im Nachhinein wahrscheinlich schon, ja. Ja. Aber war richtig geiles Rennen, richtig geile Fights von euch allen eigentlich da vorne. War richtig geiles Rennen, nett anzusehen. Kennen Sie, wie war dein Rennen? Also ich kann nicht mehr, also ich zock mit Controller und ich hatte das Gefühl, jede Kurve, wo ich drehe mich. Also gerade am Ende, ich hatte vorne links 80%. Gerade bei dieser, vor der zweiten DRS-Zone, diese komische Linkskurve, hatte ich immer ein Lockup vorne links. Es wurde jede Runde schlimmer. Und keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, ich würde gewinnen, als ich gesehen habe, dass Lulu auf Mediums gegangen ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich dann so viel verliere. Also ich war ja 9 Sekunden hinter Lulu, nachdem er in die Box bevor er in die Box gegangen ist. Und dann, dass nochmal Nico so rankam, habe ich auch nicht gedacht. Ja, gerade am Ende. Starke Pace gehabt auf den Mediums. Hatten wir auch nicht mitgerechnet. Ja, war auf jeden Fall ein geiles Rennen, hat Spaß gemacht. In einer halben Stunde geht's los, Liga 1. Ich hoffe, es wird genauso spannend. Kommentieren wird John und ich weiß nicht wer. Lasst euch überraschen. Und dann schaltet doch gerne mal ein bei Liga 1. Wird gleich weitergehen, also schaltet nicht ab quasi. Ansonsten war's das von mir. Broncos, du hast das Schlusswort. Ja, ich würde sagen, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir bedanken uns bei allen, die mitgefahren sind und uns die Show geboten haben, die gut war. Also wirklich super gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer halben Stunde zu Liga 1. Jo, macht's gut. Bis in einer halben Stunde. Jo. Ciao.